Hallo Leute und willkommen zurück bei Star Fox 67 von Rice Let's Play, aka Chris, wenn ihr mich bereits kennt. Ja, wir sind in Andros Level angekommen, wo uns bereits eine Horde Gegner erwartet, wie ihr sehen könnt. Auf jeden Fall, dies wird die letzte Folge der mittleren Route sein. Los geht's! Don't relax. Okay, wir dürfen uns jetzt nicht entspannen, sondern einfach munter weiter auf sie losballen. Hatte ich ohnehin vor. Dann sind sie eben überall. Das ist mir Wurst, Peppy. That's what she said, Falco. Auf jeden Fall, ich freue mich irgendwie, dass wir die mittlere Route jetzt beendet haben, da sie doch nicht wirklich meine Lieblingsroute ist. Vor allem wegen Solaris und diversen anderen Planeten wie Macbeth. Ich finde den einfach nur langweilig, weswegen ich da ja auch ziemlich viel geredet habe. Vor allem sinnlos ist. Aber gut, das Spiel muss weitergehen. Das Let's Play muss weitergehen. Ich muss Spaß haben. Macht mir ja auch irgendwie Spaß. Okay, wenn Falco links nimmt, dann gehen wir auch links. Falco, hör auf Kills zu klauen, Falco, das ist ein blöder Sack. So, sehe schon nicht mit dir, Slippy. Vergiss das. Oha, wieder mal Gegner. Wir aber auch Abschüsse bekommen, ist ja auch geil. Vielleicht gibt es ja sogar eine Medaille abzustauben. Also um ehrlich zu sein, ich habe in dem Level hier noch nie eine Medaille bekommen. Was vielleicht daran liegt, dass es nicht der richtige Endboss am Ende ist. Dass man deswegen die Medaille gar nicht bekommen kann. Aber gut, ich will jetzt keine Scheiße labern, bevor ich nicht wirklich weiß, was los ist. Ich werde das irgendwann mal im Internet nachschauen. Oh, what the fuck? Kommen die jetzt schon? Also ich habe jetzt erst später mit denen gerechnet. Ah, kacke. Ah, noch ein paar letzte Gegner, die es mit uns... Das bringt Erinnerungen zurück an deinen Vater. Also er hat unsere Flugschiffe gerade Müllkissen genannt, irgendwie. Okay, Andros. Jeez, Louise, what is that? Es sieht aus wie ein riesiger Affentempel. Affen, Affen, Affen. Oh mein Gott. Bossmusik. Und da haben wir ihn ja auch schon. Erstmal die Füße. Ja, wieso rennt er wohl weg? Ich bin mir sicher, wenn wir zu ihm zu lange nachrennen, kommt irgendwann eine Wand und wir knallen rein und können dann nicht mehr ausweichen und sterben. Na egal, so weit wird er sicher nicht kommen. Okay. Also, das hier ist das perfekte Training, wenn ihr nicht so gut im A-Wing fliegen seid. Das Level ist wirklich heftig zum Durchmanövrieren. Das war heute noch, wo ich das Spiel schon ziemlich oft durchgespielt habe. Und ja, auch heute noch ist es immer noch nicht sehr einfach. Oh, nee. Oh, sauber. Wir haben einen Flügel verloren. Erklärt mir mal, wie man dem auch hätte ausweichen sollen. Ja. Du blöder Bastard. Du blöder, blöder Bastard. Ein Schuss hat gefehlt. Gerade mal ein Schuss und wir haben... Ja, okay, dann gehst du eben alleine da rein. Ist mir auch egal. Wie süß, du hast gewartet auf uns. Das wird demnächst mal lautlos gestellt. Blöder Kack. Stinkendes Real Life. Verfolgt mich immer noch. Lasst mir einfach keine Ruhe.
Frag mich, was da war. Was hat überhaupt geschrieben? Hast du Lust heute ins Kino? Scheiße, aufpass. Hast du Lust heute ins Kino zu gehen? Soll ich heute ins Kino gehen? Es ist Samstag. Klar, wieso nicht? Ich werde ihm dann nach dem Let's Play eine Antwort schreiben, dass ich ins Kino gehe. Leute, geht auch mal wieder ins Kino. Oder nicht Kino, vielleicht auch eine Runde Billard spielen oder so. Irgendetwas mit Freunden unternehmen. Das macht erst tierig Spaß und so. Und Andros, der mutzt jetzt eh hier nur rum und... Haben wir es denn bald, Andros? Auf jeden Fall geht Billard spielen oder Kino oder irgendwie sofort sonst was. Was das jetzt schon? Nein, jetzt kommt das Hirn. Nein. Der riesen Affenroboter, Schädelmaske, Wumba Wumba oder... Auf jeden Fall, Wumba Wumba ist tot. Wir haben das Spiel hier auf der mittleren Route geschafft und wir können feiern. Weil wir diesmal automatisch rausfliegen werden. Oi, 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 oi. Das nennt man dann wohl Mission geschafft. Fox, are you okay? Okay, Falco, wenn du zugibst, dass wir gut waren, dann müssen wir ja schon fast gut gewesen sein. Oha, das sind schon eine dicke Zahl Abschüsse. Shigeru Miyamoto und wieder der Abspann. Diesmal habe ich das Recht, viel zu labern. Da wir den Abspann bereits gesehen haben. Oh, Bill ist diesmal hinter Fox. Letztes Mal war Cut hinter Falco. Leute, das Spiel ist geil. Spielt es durch? Es ist wirklich geil. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Nach dem neunten Part jetzt hier fehlt uns nur noch die leichte Route und ein paar optionale Bosse. Das heißt, das Projekt wird demnächst zu Ende sein. Was ich nicht so toll finde. Es macht nämlich echt Spaß, das hier zu spielen und ich werde irgendwann später Zukunft, wenn ich sehe, dass ich irgendwann mal famous bin auf YouTube oder was weiß ich, man kann die Zukunft nicht wissen. Vielleicht werde ich nie YouTube-Partner, vielleicht will ich auch gar kein Partner werden. Ich weiß das alles noch gar nicht. Auf jeden Fall, irgendwann vielleicht werde ich noch ein Special über Star Fox machen, weil es einfach ein geiles Spiel ist aus meiner Kindheit, weil es mir Spaß macht. Die Musik ist klasse, die Story ist auch irgendwie cool, auch wenn man keine richtige Story hat, aber das Ganze mit Fox Vater und so ist schon toll. Auf jeden Fall, ja, es ist cool, wenn man sowas macht. Und naja, die Let's Plays hier insgesamt machen mir auch richtig Spaß. Kann ich auch immer nur wiederholen. Da haben wir sie. Die Great Fox. Und Shigeki Yoshida. Oho. Wir landen wieder einmal. Mag die Musik. Star Fox, wir stehen in deiner Schuld. Es würde uns eine Ehre sein, dich in unserer Armee zu haben. Tut mir leid, aber wir ziehen es vor, die Sache unseren eigenen Weg zu machen. Also auf unsere Art und Weise. Die Great Fox ist bereit. Es ist Zeit, dass wir gehen jetzt. Also, der Besuch war kurz. D
Dum 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 dum. Mag das Lied. Auch der Abspann ist wirklich sehr geil hier. Mit dem Sonnenuntergang. Wie sie da rennen. Bis auf Slippy rennt wie ein behinderter Affe. Falco und Fox rennen normal. Pappy sieht so aus, als würde er Probleme haben nachzukommen. Ist ja auch verständlich mit seinem Alter. Aber Slippy könnte man einfach dort hinter Pappy könnte man so abschneiden und den Frosch weglassen. Er hat weder was Nützliches getan, noch hat er irgendwie. Er ist einfach nutzlos. Weg mit ihm. Was cool wäre, wenn Falco zweimal da wäre. Falco ist cool. Froschrassismus. Hör ich euch schon denken. Der Chris ist ein Froschrassist. Eure Oma. Boah, jetzt bin ich cool. Hab euch gedisst. Trifilm und Air Force haben mitgeholfen, okay? Moment. Bester Part. Ronald McDonald hat auch mitgeholfen. Sieht man ganz unten. Einfach nur geil, das Lied. So Leute, und ich sag tschüss jetzt an der Stelle hier. Wir beenden den Part. Ihr habt jetzt die mittlere Route erlebt und uns fehlt jetzt nur noch die leichte Route, die wir auch im nächsten Part in Angriff nehmen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier sehen wir noch Andross, der uns auslacht, da wir ihn nicht wirklich besiegt haben. Aber gut, auf jeden Fall. Ich hoffe echt, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das Let's Play euch gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, denn ich mache das Ganze eigentlich, um den Leuten zu zeigen, dass der Alltag auch lustig sein kann mit Let's Plays und so. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich mir diese Mentalität von Funk Royal abgeschaut habe. Er ist der Hauptgrund, weshalb ich Let's Plays weitermache. Er hat gesagt, solange du mindestens einen Abonnenten hast, einer, der deine Videos schaust, darfst du nicht aufhören. Das mache ich auch nicht. Solange es mindestens einen von euch gefällt, solange einer hinter mir steht und sagt, mach weiter, Chris, werde ich auch weitermachen. Das ist die Idee hinter Let's Plays. Die Leute glücklich machen, die sie anschauen. Und das werde ich tun. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Star Fox, wo wir dann die leichte Route in Angriff nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Chris, aka Rice Let's Play. Auf Wiedersehen. Ciao.